So Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich trainiere heute Beine und nehme euch mit in meine Einheit. Ich zeige euch genau, welche Übung ich aus welchem Grund mache, welche Übung ihr machen müsst, um wirklich ein vollständiges Beintraining zu haben und euren gesamten Unterkörper maximal zum Wachsen zu bringen. Wir starten heute mit dem Beinstrecker. Das ist eigentlich eine fundamentale Übung im Beintraining, da wir hier den Oberschenkel mit einer fixierten Hüftposition trainieren können. Ich habe hier auch die Rückenlehne weit nach hinten gestellt, damit meine Hüfte relativ gestreckt ist und der Rectus femoris, der einzige zweigelenkige Muskel im Oberschenkel, nicht zu stark übers Hüftgelenk vorverkürzt wird, denn da macht er eben eine Hüftbeugung. Und das wollen wir hier durch die Sitzposition eben ein bisschen rausnehmen, sodass er mehr Kraft übers Knie entfalten kann. Also hier Beinstrecker gehört auf jeden Fall in das Beintraining, in das Quad-Training auf jeden Fall mit rein, weil er wie gesagt bei keiner anderen Übung, außer jetzt vielleicht bei Sissy Squats oder so, den Rectus femoris so gut trifft. Yeah, wow, wow, dare I say it. 50 on my wrist, I might flip that, I might, dare I say it. My rush it on my click, I put VVs on my, dare I say it. Unsere zweite Übung ist eine Leg-Curl-Variante. Wir haben uns heute für einen sitzenden Beinbeuger entschieden. Es gibt ja immer so die Diskussion, was ist jetzt besser, sitzender oder liegender Beinbeuger. Ja, wir haben hier beide Varianten direkt in der Ausführung von Prime hier vor Ort. Sitzender Beinbeuger im direkten Vergleich für die gesamte Hypertrophie der Beinrückseite etwas vorteilhafter, da 3 der 4 Muskeln der Hamstrings, das ist eine Muskelgruppe bestehend aus 4 Muskelpartien, 3 davon zweigelenkig sind, die sowohl übers Hüft- als auch übers Kniegelenk laufen. Im Hüftgelenk bewirken sie nur eine Streckung, deswegen trainieren zum Beispiel hüftstreckende Bewegungen wie ein Kreuzheben eben auch die Beinrückseite. Beim sitzenden Beinbeuger haben wir die Hüfte ja wieder in einer Beugung und dementsprechend eine stärkere Vordehnung in 3 von diesen 4 Muskeln, also Semitendinosus, Semimembranosus und dem langen Kopf des Bizeps femoris. Und durch diese stärkere Vordehnung kriegen wir auch einen größeren Hypertrophie-Reiz im direkten Vergleich auf jeden Fall rein. Aber der liegende Beinbeuger hat definitiv auch seine Daseinsberechtigung, um den kurzen Kopf des Bizeps femoris, dem einzigen Muskel der Beinrückseite, der eingelenkig ist, nochmal so einen größeren Reiz mitzugeben. Aber wenn man sich nur für eine Übung oder eine Variante entscheiden kann, dann ist es auf jeden Fall hier der sitzende Beinbeuger im Vergleich zum liegenden. Ganz, ganz wichtig, dass man da alles soweit richtig einstellt, dass man da eine maximale Stabilität hat. Damit steht und fällt die Übung. Das ist unsere zweite Übung des heutigen Leg Days. So, und die dritte Übung wird eine Beinpresse sein. Wir haben hier extrem viel Auswahl. Ich glaube, im Blackout Gym sind es ganze 12 Beinpressen. Schaut auf jeden Fall beim letzten Leg Day Video rein. Da haben wir den Unterkörperbereich hier nochmal genauer für euch unter die Lupe genommen. Ich ziehe gerade meine Gewichtheberschuhe auf jeden Fall an, dafür, dass ich dann letztendlich mehr Knievorschub in der Beinpresse kreieren kann, weil wir wollen jetzt auf jeden Fall sehr quad-dominant eben arbeiten und wollen dementsprechend das Knie schön weit über die Fußspitzen drüber schieben und dabei helfen hier auf jeden Fall die Gewichtheberschuhe mit dem Keil unter der Ferse. This shit the antidote, this the cure cancer flow. Stop a pandemic and the globe, the product of OA chopping up the sample flow. Dilla and Pepsi the triller, this shit might go 2 triple triller. So, wir haben uns hier im Beinpressenparadies für die Atlantis Beinpresse entschieden. Es sind leider sehr viele schräge Beinpressen mit dabei, mit denen ich persönlich nicht so gut zurechtkomme. Also bei so 45 Grad Beinpressen kriege ich auch nicht so eine gute Range of Motion rein. Und hier konnten wir mal einen ganz guten Kompromiss finden. Hab die jetzt Single Leg durchgeführt, ging schon eine gute Range of Motion rein. Haben mir den Fuß relativ weit unten auf der Ablage platziert und damit einen schönen Knievorschub, eine schöne Dehnung im Oberschenkel erzeugt. Kann natürlich auch hingehen und die Füße weiter oben platzieren, mehr über das Hüftgelenk arbeiten, dementsprechend dann mehr den Gluteus und die Adduktoren noch fokussieren. Aber das ist unser letztes Movement für die Quads am heutigen Tag. Diese beiden Übungen, also Beinstrecker und eine quad-dominante Beinpresse, reichen für ein vollständiges Training des Quadrizeps vollkommen aus. Haben ja da drüben so ein bisschen den Fokus eben auf den Rectus femoris gesetzt. Den haben wir abgedeckt und hier arbeitet der Vastus medialis, der Vastus lateralis und der Vastus intermedius sehr, sehr gut. Das heißt, alle 4 Köpfe des Quadrizeps haben wir mit nur 2 Übungen abgedeckt. Das heißt, ihr braucht jetzt nicht 3, 4 Übungen für den Quad. 2 reichen vollkommen aus. Die müssen natürlich sitzen. Da soll die Intensität stimmen und natürlich auch die Range of Motion, ganz klar. So, Training für die Beinrückseite auch komplett. Haben jetzt hier den ADL an der Belt Squat Maschine gemacht. Mit möglichst gestreckten Knien. Den Fokus darauf, die Hüfte nach hinten zu führen. Hier hätte man auch potenziell noch ein bisschen mehr in die Knie gehen können, wenn man den Glut noch ein bisschen mehr treffen wollen würde. Aber wir haben jetzt hier den Fokus auf jeden Fall auf die Hamstrings
gelegt, die jetzt auch vollständig trainiert. Und jetzt geht's weiter mit einer Übung, die sehr, sehr gerne und sehr, sehr häufig vernachlässigt wird, die aber super wichtig ist, um wirklich eine volle Optik in dem Unterkörper, sowohl in der Front- als auch in der Rückansicht, zu erhalten. Isoliertes Training der Adduktoren darf bei einem vollständigen Beintraining natürlich nicht fehlen. Wir haben sie eben schon so ein bisschen mittrainiert durch die Hüftstreckung bei der Beinpresse und auch bei den ADLs an der Bell Squat. Aber hier wollen wir nochmal die zweite Funktion der Adduktoren trainieren, nämlich ja, die Adduktion des Oberschenkels hier über das Hüftgelenk. Am Ende ja, sieht man wirklich auf der Bühne, wer seine Adduktoren auch nicht trainiert hat und wer nicht. Wir wollen möglichst geschlossene Beine eben haben. Ja, man will nicht durch die beiden Beine durchschauen können und demnach führt ja kein Weg eben um ja, so eine sitzende Adduktormaschine herum. Sollte auf jeden Fall einen festen Bestandteil in eurem Beintraining haben. So, Beintraining ist geschafft. Ich sippe hier noch meine Ivonade, 60 Gramm immer während des Trainings. Hab sie nicht ganz leer bekommen wegen dem ganzen Film. Mit dem Code Hyper spart ihr 10% auf die Subs von Evo Sports Fit. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ging jetzt gar nicht darum, euch bestimmte Übungen aufzuschwatzen, sondern euch das Wieso, Weshalb, Warum zu erklären, wieso wir bestimmte Übungen bzw. Bewegungsmuster in unser Training implementieren müssen. Hoffe, euer Beintraining ja, kommt damit auf ein neues Level. Abonniert den Kanal, um keine Videos, keine Informationen mehr zu verpassen. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann hören wir bzw. sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, euer Luis.